Gestern hat mich einer angeschrieben und zwar, Leute, guckt mal auf den Link. Wie macht man das, dass man zum Beispiel irgendwelche chemischen Verbindungen bildet, also Reaktionsgleichungen aufstellt oder. Da kommt das her. Da hat mich doch einer was gefragt und zwar hat er dann ein Wort hingeschrieben und ich habe erstmal danach gegoogelt. Ich kannte das nicht. Ich wusste, ich habe es mir damals leider umständlicher merken müssen, dass H2O2 F2 Br2 I2 N2 und Cl2, dass das die atomaren Moleküle sind. Also zum Beispiel zwei Wasserstoffatome und zack, die bilden gemeinsame Elektronenpaare und dann freuen die sich und die wollen den Edelgaszustand erreichen, na, und so weiter. Darum geht es hier zum Beispiel in diesen Links. Kein Problem, das wartet hier des Videos, wenn ihr euch da ganz schnell mal weiterbildet und mal sehen, ob ich dann zum Schluss werde ich wahrscheinlich eher Links anfügen zu weiteren Merkregeln. Wir bilden ein Kunstwort, das geht viel einfacher zu merken. Und zwar Hofbrinkel. Und da habe ich HOFBRINCL, praktisch die Anfänge, nicht die Anfänge dieser Wörter, ja, das sind es, aber das sind die Symbole in der Chemie, sodass ich weiß, welche Elemente das betrifft. H kommt von Hydrogenium, wir wissen aber, das ist Wasserstoff. Die Hydra, die Wasserschlange, ne? Da Hydro oder Hydra, da steckt immer Wasser drin. Also es ist der Wasserstoff. Oxygenium, Oxygen, der Sauerstoff, O2. Otokando, naja, Fluor, Brom, Jod und Nitrogenium, Stickstoff und Chlorum, also Chlor, das müsste eigentlich klar sein. Merkt euch das Wort Hofbrinkel, sprecht das vier, fünf Mal nach und dann habt das drauf und dann wisst ihr, wann ihr diese Elemente als Moleküle hinschreiben müsst, also Cl2, N2 und so weiter und so fort. Gut, ich denke mal, das reicht dazu und mehr kann man nicht machen, als sich dieses blöde Wort immer wieder vorherzusagen. Und dann hat man es drauf. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Tschüss.